Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIB 2 mit diesen Themen. Aus der Reihe. Die Justiz ermittelt gegen einen ehemaligen Justizminister und einen mächtigen Sektionschef. Dazu ist live Franz Fiedler, der ehemalige Rechnungshofpräsident und Antikorruptionsexperte, zu Gast. Big Spender, wem das Unternehmen Novomatic wie viel zahlte? ZIB 2, Profil und Standard haben die Spenderliste ausgewertet. Das andere Leiden, Einsamkeit, Angst, Aggression, was Corona mit der Psyche anrichtet. Es ist ja nicht so, dass es keine großen Aufgaben geben würde, vor denen Österreich steht. Die Corona-Pandemie schafft der Politik in allen politischen und Gesellschaftsbereichen ausreichend Arbeit. Und doch drängen in den vergangenen Wochen und Tagen immer neue Ermittlungen der Justiz im politiknahen Umfeld in die Schlagzeilen. Stand vor zwei Wochen Finanzminister Blümel im Mittelpunkt, so ist es jetzt der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstätter und der mächtige, dann entmachtete und später wieder eingesetzte Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek. Er wurde wegen eben dieser Ermittlungen jetzt sogar vorübergehend suspendiert. Stefanie Leodolter und Regina Pöll über die Hintergründe. Es ist nicht gerade die Sonnenseite seiner Karriere, die der medial gern als Schattenjustizminister bezeichnete Sektionschef Christian Pilnacek jetzt erlebt. Vorläufig ist er vom Dienst suspendiert, damit das Ansehen des Amtes keinen Schaden nimmt, heißt es aus dem Justizministerium. Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Spitzenbeamten. Er soll den Termin einer Hausdurchsuchung bei Immobilieninvestor Michael Theuner im Juni 2019 verraten haben. Theuners damaligem Anwalt und Ex-Justizminister Wolfgang Brandstätter wird vorgeworfen, diese Informationen an seinen Klienten Theuner weitergegeben zu haben. Beide bestreiten das. Fest steht, dass Theuner vorab von der Hausdurchsuchung wusste. Ob Pilnacek oder Brandstätter involviert waren, ist nun eben Ermittlungsgegenstand. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Vizekanzler Kogler, derzeit in Vertretung von Almaz Sadic, auch Justizminister, sagt zur Suspendierung Pilnaceks am Abend am Rande eines Sporttermins nur: Also erstens habe ich Vertrauen in die unabhängige Justiz, die hier ja arbeitet. Und zum Kern der Frage, die Dienstbehörde hat die notwendigen dienstrechtlichen Schritte veranlasst. Für Christian Pilnacek ist es jedenfalls nicht das erste Ungemach. Lang war er der mächtigste Beamte im Justizministerium, unter Türkisblau auch Generalsekretär. Im Vorjahr dann die Entmachtung durch die grüne Ressortchefin Sadic. Pilnacek hat Beschuldigte in der Causa Casinos getroffen, darunter Ex-Finanzminister und Ex-ÖVP-Chef Josef Pröll. Zunächst rügt Sadic den Spitzenbeamten. Im Mai folgt die Aufteilung der Strafrechtssektion. Die Hälfte, nämlich die Logistik, holt sich Pilnacek zurück bis zur Suspendierung gestern. Diesmal wurde die Staatsanwaltschaft Wien tätig. Sie hat ein Handy des Juristen sichergestellt. Mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt es schon länger Konflikte. 2019 zeigt die WKStA Pilnacek wegen Amtsmissbrauchs an. Der Vorwurf: Der Spitzenbeamte habe versucht, das Eurofighter-Verfahren teilweise abzuwürgen. Stichwort, da schlagt es. Die Anzeige bleibt ohne Folgen. Auch Experten außerhalb des Justizministeriums betonen die mächtige Position des Sektionschefs. Sicher ist Pilnacek, war Pilnacek jemand, gegen den oder mit, ohne den im Strafrecht sozusagen nichts gegangen ist. Der war sicher in alle glamourosen Fälle irgendwie eingebunden. Rein juristisch seien die Geschehnisse der Vortage nichts Außergewöhnliches. In der Logik dieser Verfahren halte ich das nicht für ungewöhnlich, speziell nicht die Suspendierung. Sie ist eine Vorbeugung, eine Vorsichtsmaßnahme, aber weder eine Sanktion noch eine Vorverurteilung. Ob aus der vorläufigen eine endgültige Suspendierung von Sektionschef Pilnacek wird, darüber muss die Bundesdisziplinarbehörde innerhalb eines Monats entscheiden. Turbulente Tage und Wochen, viele Fragen. Um etwas Orientierung zu finden, haben wir Franz Fiedler, den ehemaligen Rechnungshofpräsidenten und Antikorruptionsexperten, eingeladen. Er ist uns jetzt aus unserem Interviewstudio zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend. Herr Dr. Fiedler, es ist sehr wahrscheinlich, dass der eine oder die andere jetzt vor dem Fernseher sitzt und sagt, was ist da in Österreich derzeit los? Haben Sie in aller gebotenen Kürze natürlich darauf eine Antwort? Ja, ich glaube, eine sehr kurze Antwort besteht darin, dass wieder einmal offenkundig wurde, dass die Verflechtung, um nicht zu sagen die Verfilzung zwischen Politik und Wirtschaft zu eng ist und dass korruptionsanfällige Bereiche dadurch leicht aufgedeckt werden können. Und ohne jetzt eine Vorwegnahme der Erhebungen zu machen, ob nun tatsächlich jemand schuldig oder unschuldig ist, sollte man jedenfalls die Konsequenzen daraus ziehen, dass diese Verflechtung aufhört oder zumindest transparent gemacht wird, dass es nicht mehr dazu kommen kann, dass immer wieder Verdachtsmomente auftauchen, die dann zu Strafverfahren führen, ganz gleich, wie die letztlich ausgehen. Aber sind die ermittelnden Behörden derzeit nur besonders aktiv oder gibt es tatsächlich mehr Anknüpfungspunkte und mehr Grund auch für Ermittlungen? Ich glaube, es gibt mehr Grund für Ermittlungen, weil die Transparenz in einer anderen Weise, als es sich die Beschuldigten wünschen, offenkundig geworden ist. Wir haben wieder einen vermehrten Aufdeckungsjournalismus und in diesem Zusammenhang gibt es dann wieder Anhaltspunkte, mehr als früher, die dazu führen, dass die Strafverfolgungsbehörden geradezu gezwungen sind, den Verdachtsmomenten nachzugehen. In diesem und in anderen Fällen haben wir es mit dem klassischen Muster Aussage gegen Aussage zu tun. In den Causen Brandstätter und Pilnacek damit, dass sie etwas verraten haben sollen, was unter das Amtsgeheimnis fällt. Aus Ihrer Erfahrung, wie realistisch ist es, dass solche Vorwürfe wirklich hundertprozentig aufgeklärt werden? Der Nachweis, dass ein Amtsgeheimnis verraten wurde und damit im Zusammenhang womöglich auch Amtsmissbrauch begangen wurde, ist außerordentlich schwierig. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur ein Bruchteil der Fälle, die es wirklich gibt, an die Oberfläche gelangen und dann noch weniger zu einer Verurteilung führen. Das bedeutet aber erst recht, dass man, wenn nun genügend Anhaltspunkte vorhanden sind, dass man dann denen mit aller Entschiedenheit nachgeht und eine Lösung findet, die nun ganz klar zum Ausdruck bringt, ist etwas geschehen oder ist etwas nicht geschehen? Und wenn etwas geschehen ist, dann soll es zu einer Verurteilung führen. Sektionschef Pilnacek wurde jetzt einmal suspendiert, vorübergehend suspendiert. Wie das heißt, da greift das Beamtendienstrecht, das ist klar geregelt. Anders ist das beim Verfassungsrichter Wolfgang Brandstätter. Da wurde das im Verfassungsgerichtshof heute so entschieden, dass er weiter Verfassungsrichter bleibt. Auch Finanzminister Blümel bleibt im Amt. Ist das aus Ihrer Sicht korrekt, wenn Ermittlungen geführt werden oder wäre das im Gegenteil nicht ein Eingeständnis der Schuld und daher aus der Sicht der Betroffenen eigentlich gar nicht möglich, zurückzutreten oder für eine Zeit zurückzulegen? Was den Fall des ehemaligen Justizministers Brandstätter anlangt, so ist es einigermaßen überraschend, dass er vom Verfassungsgerichtshof nicht suspendiert wurde, während Sektionschef Pilnacek, dem er der gleiche Vorwurf angelastet wird, der sehr wohl suspendiert worden ist. Das ist für mich überraschend. Ich kann natürlich diese näheren Umstände nicht ausleuchten, weil ich ja die Akten, die Strafakten nicht kenne. Aber bemerkenswert ist es schon. Es wird beiden das Gleiche vorgeworfen. In einem Fall führt es zu einer Suspendierung, im anderen Fall nicht. Was den Fall Blümel anlangt, so gilt für ihn die Unschuldsvermutung und es gibt ja kein Disziplinarverfahren im Bereich der Minister. Daher kann also auch hier keine Disziplinarbehörde vorstellig werden. Die Unschuldsvermutung gilt und daher kann er, wenn er der Meinung ist, dass er diese nächste Zeit durchsteht, die nicht leicht für ihn sein wird, dann kann er im Amt bleiben. Aber ich bin der Meinung, es hat wenig Sinn, wenn wir als einzelne Staatsbürger diskutieren, ob er nun tragbar ist oder nicht, denn wir können ja ohne dies nichts bewegen. Wesentlicher wäre, was sagt denn die höchste moralische Autorität im Staate, was sagt denn der Bundespräsident dazu? Stört es ihn, dass eine Bundesregierung besteht, in der ein Minister tätig ist, der einer Straftat verdächtig ist? Denn er hat die Möglichkeit, dass er hier Abhilfe schaffen kann. Er kann den Bundeskanzler rufen und kann ihn ersuchen, dass der Bundeskanzler an ihn das Ersuchen stellt, den Finanzminister von seinem Amt zu entheben. Und wenn der Bundeskanzler dieser Forderung nicht nachkommt, beziehungsweise der Bitte des Bundespräsidenten nicht nachkommt,
dann steht es dem Bundespräsidenten frei, dass er die gesamte Bundesregierung entlassen kann, wenn er der Meinung ist, ein Minister, der einer Straftat verdächtig ist, ist untragbar für die Bundesregierung, die gesamte Bundesregierung ist untragbar. Der Bundespräsident hat das nicht gemacht. Der kann nur die Schlussfolgerung gezogen werden, er hält diese Regierung mit einem Mitglied, das in ein Strafverfahren verwickelt ist, ohne weiteres für tragbar. Das kann jene beruhigen, die der Meinung sind, es müsste eigentlich ein Rücktritt des Ministers erfolgen. Denn wenn der Bundespräsident, der es in der Macht hat, nicht tut, ja, warum soll dann der einzelne Staatsbürger diesbezüglich Bedenken hegen? Vom Bundespräsidenten gibt es zu diesem Fall Blümel bisher keine Reaktion, kein Statement. Keine Handlung, auch wie Sie es jetzt vorschlagen, schon gleich gar nicht. Reaktionen gibt es aber, und zwar relativ viele von der ÖVP, auf die Ermittlungen, vor allem der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Der Bundeskanzler etwa spricht da von Verfehlungen, das heißt, es werde schlampig gearbeitet, die Vorwürfe würden wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Können sich die Österreicherinnen und Österreicher aus Ihrer Sicht darauf verlassen, dass diese und andere ermittelnden Behörden, so wie Justitia in der römischen Mythologie, mit verbundenen Augen, blindbar von sozusagen Vorurteilen und ohne Schlagseite ermittelt? Also ich gehe davon aus, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Angelegenheiten richtig regelt. Es ist natürlich so, dass jede Behörde auch Fehler macht. Auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Fehler gemacht. Das steht fraglos fest. Aber auf der anderen Seite muss sie dessen ungeachtet ihre Tätigkeit im Sinne der Gesetze ausüben. Und ich habe gerade im konkreten Fall, nämlich den Fall Blümel, bisher keine Anzeichen gesehen, dass sie dies nicht getan hätte. So gesehen ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz durchaus gerechtfertigt. Allerdings, das muss auch betont werden, Kritik muss sich jede Behörde gefallen lassen, auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ist das, was ich vorhin zitiert habe, für Sie Kritik oder, wie für die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Gries, ein Angriff auf den Rechtsstaat? Also ob das ein Angriff auf den Rechtsstaat ist, darüber kann man ruhig reden. Das ist vielleicht etwas überzogen, aber jedenfalls sind diese Angriffe, die von Seiten der ÖVP gekommen sind, völlig unüblich und, wie ich meine, und das sage ich als ehemaliger Staatsanwalt, auch untunlich. Sie tragen sicherlich nicht dazu bei, dass das Verhältnis zwischen der Verfolgungsbehörde und dem Beschuldigten ein gedeihliches sein kann. Es wird die Atmosphäre etwas vergiftet. Also ein Angriff auf den Rechtsstaat insgesamt, das würde ich vielleicht als etwas überzogen betrachten. Aber unklug sind diese Angriffe jedenfalls. Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke auch. Novomatic zahlt alle. Dieser Satz, gefallen auf einer Finca auf Ibiza, ausgesprochen vom damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, ist in die jüngere österreichische Geschichte eingegangen. Novomatic zahlt nicht alle, sagen Spitzenvertreter des Unternehmens selbst. Wenn Novomatic wirklich zahlt oder gezahlt hat, das geht aus einer internen Liste des Glücksspielkonzerns hervor, die ein Rechercheverbund der ZIB2 von Profil und Standard ausgewertet hat. Zu finden sind da Bälle, Kulturveranstaltungen, Sportvereine, Golfclubs, oft mit nahe Verhältnis zur Politik. Ulla Kammerschmidt und Martin Thür berichten. März 2020 im Novomatic-Hauptquartier südlich von Wien. Bei einer Hausdurchsuchung wird auch eine Liste entdeckt. Sie enthält die umfangreichen Sponsoraktivitäten des Glücksspielkonzerns von 2016 bis 2018, teilweise auch 2019. Es geht um 18,2 Millionen Euro in Summe für erstaunlich oft Vereine, Initiativen und Clubs mit politischen Verantwortungsträgern. In Summe 45.000 Euro über 3 Jahre für das Maifest der SPÖ Wien im Prater oder insgesamt 27.000 Euro für das Paralympische Komitee, Präsidentin die frühere ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert. Novomatic unterstütze das Komitee seit 2005, sagt sie. Und alle Spenden werden penibel abgerechnet. Besonders oft erhalten Initiativen in Wiener Neustadt Geld, wo der Clubobmann der ÖVP Niederösterreich, Klaus Schneeberger, auch Bürgermeister ist. Einmal 10.500 Euro für das Kunstfestival, insgesamt 10.000 Euro für das Straßenkunstfestival oder in Summe 20.000 Euro für den Golfclub Föhrenwald südlich von Wien. Präsident Klaus Schneeberger. Er sei jedem Sponsor dankbar, der Kultur in Wiener Neustadt ermögliche, sagt Schneeberger.
Insgesamt 7.000 Euro gab es für Bälle des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Niederösterreich, 10.000 Euro für ein Inserat des Wirtschaftsbunds Niederösterreich. Das Verbot der Annahme von Spenden von Glücksspielunternehmen der ÖVP-Bundespartei gelte nicht für den Wirtschaftsbund in Niederösterreich, sagt dieser heute. Und auch diverse Kulturevents in Niederösterreich wurden gefördert. Das Festival auf Schloss Weitra, die internationale Ignaz-Josef-Pleil-Gesellschaft, Ehrenpräsidenten Johanna Mikl-Leitner und Erwin Pröll. Weitere 8.000 Euro flossen 2019 an das Kammerorchester Waidhofen an der Ybbs. Dirigent, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. 61.000 Euro insgesamt an die niederösterreichischen Tonkünstler. Eine Einbindung politischer Funktionsträger des Landes ist bei etwaigen Sponsorverträgen nicht vorgesehen und auch nicht erfolgt, heißt es in einer Stellungnahme des Landes Niederösterreich. Als der ORF, das Profil und der Standard Fragen zu der Liste an die Novomatic senden, geht diese in die Offensive und veröffentlicht die Anfrage samt ihren Antworten. Novomatic schließt ausdrücklich aus und verwehrt sich gegen die Unterstellung, dass die genannten Kooperationen, Sponsorings und oder Unterstützungsleistungen mit irgendwelchen etwaigen politischen Gegenleistungen in Verbindung gestanden sind oder stehen. Das mit Abstand größte Sponsoring erhielten übrigens keine Politiker, sondern der Sport. Der Fußballclub Austria Wien mit insgesamt 1,7 Millionen Euro und auch mit Niki Lauda hatte Novomatic eine Kooperation, worauf auch der Schriftzug auf der Kappe des verstorbenen Rennfahrers und Unternehmers hindeutet. Wir kommen jetzt ins Ausland und zu einer bemerkenswerten Ermittlung, die sich heute Abend abzeichnet. Die USA haben Sanktionen gegen einen langjährigen Verbündeten, nämlich Saudi-Arabien, verhängt. Hintergrund ist der Mord am Journalisten Kamal Khashoggi vor 2,5 Jahren. Khashoggi war im Oktober 2018 unter einem Vorwand in das saudische Konsulat in Istanbul bestellt und dort ermordet worden. Die Türkei hatte umgehend das saudische Regime dafür verantwortlich gemacht. Jetzt kommt auch ein Bericht des US-Geheimdienstes zu dem Schluss, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman selbst eine Operation zur Tötung oder Gefangennahme Khashoggi, wie es wörtlich heißt, genehmigt habe. Gehen wir gleich weiter nach Washington zu unserer Korrespondentin Inka Pi. Ja, Inka, den Bericht gab es schon länger. Warum ist er denn erst jetzt veröffentlicht worden? Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Veröffentlichung dieses Berichts ganz bewusst blockiert. Das ist bekannt. Man darf nicht vergessen, Saudi-Arabien ist ein ganz relevanter Partner der Vereinigten Staaten im arabischen Raum. Einerseits im Kampf gegen den gemeinsamen Gegner, den Iran. Und andererseits ist Saudi-Arabien auch ein wichtiger Geschäftspartner. Donald Trump hatte multimilliardenschwere Waffendeals mit Saudi-Arabien abgeschlossen. Wir wissen jetzt nach dem Bericht, dass man dem Kronprinzen diesen Mord anlastet. Aber geht aus dem Bericht auch hervor, warum er das getan haben sollte? Ja, in dem Bericht steht ganz explizit, dass der saudische Kronprinz den Journalisten Jamal Khashoggi als Gefahr gesehen hat. Khashoggi hat seit Jahren hier in den Vereinigten Staaten im Exil gelebt und unter anderem für die einflussreiche Zeitung die Washington Post geschrieben. Und in seiner Kolumne hat Khashoggi immer wieder dem saudischen Kronprinzen Menschenrechtsverletzungen und auch die Repression Andersdenkender vorgeworfen. Das wollte der Kronprinz nicht von sich lesen und hat angeordnet, Jamal Khashoggi zum Schweigen zu bringen, und das steht ihm explizit drinnen, wenn notwendig mit Gewalt. Als Konsequenz aus diesem Bericht haben die USA jetzt Einreisebeschränkungen gegen 76 saudische Staatsbürger verhängt. Was will man mit diesem Druck denn jetzt konkret erwirken? Joe Biden und seine Regierung wollen klarmachen, dass man über Mord nicht hinwegsieht, auch nicht, wenn es von einem Verbündeten begangen wird. Aber man sieht auch, dass Joe Bidens Handlungsspielraum sehr begrenzt ist. Es sind ja Sanktionen gefordert worden gegen den Kronprinzen direkt. Dazu wird es vorerst nicht kommen. Und das zeigt, der saudische Kronprinz ist ein mächtiger Player auf der Weltbühne. Mord hin oder her. Vielen Dank, Inka P. live aus Washington. Einsamkeit, Angst, Aggression, was Corona mit der Psyche anrichtet, vor allem mit der von Kindern und Jugendlichen, das schauen wir uns gleich noch an, nach den Meldungen des Tages.
Die deutsche Polizei ist mit einer Großrazzia in drei Bundesländern gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Die Beamten haben bei Durchsuchungen von 27 Wohnungen und Geschäftsräumen unter anderem Drogen und Schusswaffen gefunden. 10 Personen wurden festgenommen. In Nigeria wurden erneut mehr als 300 Mädchen entführt. Bewaffnete haben eine Schule im Norden des Landes gestürmt und die Schülerinnen verschleppt. In der Region kommt es immer wieder zu solchen Überfällen durch Banden und die Terrormiliz Boko Haram. Weil wegen der Corona-Krise zwischen Russland und Nordkorea keine Züge mehr fahren dürfen, mussten Mitarbeiter der russischen Botschaft in Pjöngjang ihr Gepäck selbst über die Grenze schieben. Auf russischer Seite wartete ein Bus auf die Reisenden. Auf der Wiener Sophienalpe ist eine riesige Indoor-Cannabis-Plantage aufgeflogen. Mitte Februar ist die Polizei in einem leerstehenden Hotel auf die Plantage gestoßen. Gegen den Eigentümer des Gebäudes bestand ein EU-weiter Haftbefehl. Österreich, Austria! Die Skispringerinnen holen die erste Goldmedaille für Österreich bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf. Das Skisprung-Damenteam mit Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschak, Chiara Hölzl und Marita Kramer setzt sich knapp vor Slowenien durch. Seit einem Jahr beschäftigen wir uns täglich mit Infektionskurven, Reproduktionszahlen und Inzidenzwerten, mit der Belegung von Intensivbetten und Todeszahlen. Mit Corona. Heute wollen wir den Blick auf all das werfen, was in uns vorgeht, wenn wir mit dieser ständigen Bedrohung konfrontiert sind und mit den Folgen der Isolation, der Einsamkeit auf die Psyche. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden darunter massiv. Ihnen fehlen die sozialen Kontakte, der geregelte Alltag, das System, in das sie eben erst hineingewachsen sind. Und all das schlägt sich auch auf die psychische Gesundheit der jungen Menschen mit teils dramatischen Folgen, wie Saskia Fehnenbos zeigt. Zu Beginn der Pandemie hat die Angst vor dem Virus vorgeherrscht und die Sorge vor der ungewissen Situation. Daraufhin folgte der Frust und jetzt befinden wir uns in einer Desillusionierungsphase, sind erschöpft, die wohl schwierigste Phase in der Bekämpfung der Pandemie. Die Leute fühlen sich machtlos und frustriert. Und Machtlosigkeit ist ein bisschen vom Psychologischen her ein bisschen eine gefährliche Emotion, insofern als Machtlosigkeit, wenn sie länger andauert, in Depression oder in Aggression münden kann. Ein 7-köpfiger Beraterstab des Gesundheitsministeriums soll sich nun der psychosozialen Folgen der Pandemie annehmen und Lösungsstrategien entwickeln. Um der Vereinsamung entgegenzuwirken, plant der Gesundheitsminister bald neue Besucherregelungen für Pflegeheime. Nicht nur 2 Besuche, sondern 2 Besucher auch pro Besuch. Das ist insofern wichtig, weil damit endlich wieder die Möglichkeit da ist, dass Großeltern ihre Enkel wiedersehen und von daher wieder die Lebenssituation eine bessere vor Ort werden kann. Der Fokus soll aber primär auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelegt werden. Die Bereitschaft unter ihnen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mitzutragen, ist mit 70% besonders groß, aber auch die psychischen Belastungen. Keine Freunde treffen, keine Schule, keine Sport- und Freizeitaktivitäten über Monate. 15- bis 25-Jährige leiden darunter besonders. Also wir haben vor allem jetzt seit Jänner einen deutlichen Zuwachs gesehen an vor allem Jugendlichen, also beginnend mit etwa 12, 13 bis eben ins 18. Lebensjahr, die vermehrt auch einer stationären Behandlung bedurft haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil sie sich oft mit schweren depressiven Verläufen vorgestellt haben, mit begleitender Suizidalität auch häufig und auch Essstörungen, die wir dann stationär behandeln müssen. Die Schulöffnung hat bereits positive Auswirkungen gezeigt, denn Jugendliche brauchen Struktur. Weil sich gerade im Jugendalter auch der Einschlafzeitpunkt rein physiologisch verschiebt und wir dann häufig in eine Dynamik hineinkommen, wo es auch zu Schlafstörungen kommt. Und wenn dann das Aufstehen nicht mehr funktioniert und dann man nachts aber nicht einschlafen kann, dann zerlegt sich dieser Tag-Nacht-Rhythmus. Und das ist aber was ganz Essentielles, damit wir überhaupt am Leben gut teilhaben können. Dennoch braucht es noch mehr. Es gilt abzuwägen, welche Maßnahmen gerade bei Jugendlichen sinnvoll sind und wo man Freiräume schaffen könnte. So wäre zum Beispiel Sport in der Freizeit unter Einhaltung von Maßnahmen sinnvoll. Diese körperliche Betätigung der Jugendlichen ist nicht nur wichtig, damit sie halt auch ein bisschen Sport betreiben und halt körperlich in ein bisschen einen besseren Zustand kommen, sondern es ist auch für die psychische Entwicklung von größter Bedeutung und auch für die psychomotorische. Beim Sportgipfel heute Abend hat Sportminister Werner Kogler angekündigt, dass wenn es zu Öffnungen im Sport kommt, dann zuerst für Kinder und Jugendliche.
Ob echter Sport im Freien oder nur ein Spaziergang, bald wird der Frühling dafür die Tapete bilden. Ein Lichtblick, das Wetter für das letzte Februarwochenende hat jetzt noch Manfred Bauer. Eine Front wird von Nord nach Süd über die Alpen hinwegziehen. Seine schwache Schauerzone löst sich morgen wieder auf. Die Temperaturen gehen in allen Höhen zurück. Die Aussichten, anfangs teils stark bewölkt und die Alpen entlang ein paar Schauer. Tagsüber viel Sonne, kühler Wind und 4 bis 12 im Südosten bis 14 Grad. Ab Sonntag wieder verbreitet strahlender Sonnenschein und zunehmend mild, nur wenig Wolken, nur wenig Nebel, in den Nächten allerdings kalt, teilweise frostig. Von allen, die über Dreiser zugeschaut haben, muss ich mich verabschieden. Danke fürs Dabeisein und liebe Grüße und ein schönes Wochenende aus Wien. Bei uns in UF2 reisen wir mit Universum History jetzt noch einmal zu einem der spektakulärsten Bauwerke der Welt. Der zweite Teil der Dokumentation, die chinesische Mauer, beleuchtet ihre Vergrößerung und Verlängerung während der Ming-Dynastie. Die Furcht vor Eindringlingen war dabei eine ebenso starke Motivation wie der Wille, sich die Natur untertan zu machen. Ein monumentales Bauwerk, das den Lauf der Weltgeschichte verändert hat. Das also gleich in UF2. Die ZIP-Nacht meldet sich um 23.07 Uhr in UF1 und die ZIP-2 meldet sich wieder am Sonntag nach dem Tatort. Für heute einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Auf Wiedersehen.